So entspannter ich bin, desto mehr ich loslassen kann, desto mehr ich im Hier und Jetzt bin, desto eher ist Gott, das Universum, in der Lage, mir das zu geben, was mir am meisten dient. Und es kann sein, dass ich etwas viel Besseres bekomme. Ich hatte die letzten Wochen das Problem gehabt, mich beim Visualisieren wirklich konzentrieren zu können. Es ist ja so beim Manifestieren, du sollst wissen, was du wirklich willst, die Emotion passend dazu haben und das dann auch loslassen und gucken, dass du im Alltag in der Dankbarkeit bist, dass du ankommst, dass du zufrieden bist, dass du nicht im Mangel bist, dass du irgendwas wünschst. Also nicht diesem Wunsch hinterher hecheln, nicht das Gefühl haben, es ist noch nicht da, wann kommt es, ich bin ja hier am Manifestieren, sondern wissen, was du willst, es klar vor Augen sehen und dann loslassen, dankbar loslassen. Jetzt war bei mir das Problem, dieses ist klar vor Augen sehen. Ich kam nicht da rein. Ich habe versucht, beim Meditieren in der Visualisationsübung, ein sehr kompliziertes Wort, das Bild zu sehen von dem, was ich mir wünsche, und ich konnte es einfach nicht sehen. Und ich war krampfhaft dran, jedes Mal dieses Bild zu sehen. Habe dann auf Google gesucht, was dann ähnlich zu meinem Wunsch passt, und es zu sehen. Aber letztendlich hat es nicht geklappt. Und warum? Weil ich einfach zu hektisch war. Ich konnte nicht runterkommen. Mein Ziel war es unbedingt, diesen Wunsch in der Zukunft erfüllt zu bekommen, so schnell wie möglich. Und meine Absicht war, einfach meine Aufgaben zu erledigen, meditieren, visualisieren, schlafen gehen. Und ich bin müde. Lass mich einfach in Ruhe. Der Punkt ist aber der, umso entspannter ich bin, desto mehr ich loslassen kann, desto mehr ich im Hier und Jetzt bin, desto eher ist Gott, das Universum, in der Lage, mir das zu geben, was mir am meisten dient. Und es kann sein, dass ich etwas viel Besseres bekomme. Aber dafür muss ich erstmal im Hier und Jetzt ankommen und nicht am Hinterherrennen sein, nicht in diesem Hamsterrad sein, etwas selber erschaffen zu wollen. Selber erschaffen tun wir sowieso nicht. Das ist ja eine größere Kraft, die durch uns fließt. Und sie kann nur fließen, umso entspannter wir sind. Und ich gehöre zu den Typen Menschen, die sehr hektisch sind, die sehr schnell sind, ne? Wenn man mich jetzt im Alltag beobachten würde, renne ich von Zimmer zu Zimmer, beim Einkaufen, zum Termin. Es geht alles ziemlich hektisch zu. Und da, wenn ich da nicht in der Achtsamkeit mich übe, kann ich vergessen, dass irgendwas überhaupt manifestiert werden kann. Einige Dinge habe ich manifestiert, aber andere Dinge wiederum nicht. Und die Dinge, die ich manifestiert habe, waren immer mit Leichtigkeit. Das waren Dinge, wo ich überzeugt gewesen bin, dass es kommt. Und selbst wenn es nicht kommt, dann nicht. Und dann kam es. Und Dinge, an denen ich festhalte, und also es passiert mir immer wieder, dieses unbewusste Verhalten, dass ich mir aufschreibe, Bilder aufhänge auf dieser Tafel und dann visualisiere und mich darauf freue, aber in Wirklichkeit ist in mir ganz tief, tief subtil dieses Gefühl von, es muss sein, in diesem Hamsterrad rennen, krampfhaft visualisieren, dass es passiert. Den Tipp, den ich dir mitgeben kann, falls du auch da drin steckst, dass du sagst, ich kann das Bild nicht sehen und irgendwie komme ich da nicht runter, dann sollte die Absicht nicht mehr sein, ich muss jetzt meditieren, um meinen Wunsch zu erfüllen, um zu manifestieren und bla bla bla, sondern das Ankommen im Jetzt. Wirklich einfach nur das und mehr nicht. Und das mache ich dann ja abends, dass ich mich einfach hinsetze und mein Ziel ist es, einfach nur im Hier und Jetzt anzukommen. Und das war's. Und wahrzunehmen, was da für Emotionen in mir drin sind und auch die da sein zu lassen. Oft habe ich auch den Wunsch zu kämpfen gegen Emotionen, die mich runterziehen. Aber auch da einen Weg zu finden, diese da sein zu lassen. Das ist die stärkste Manifestationskraft, die wir haben können, wenn wir einfach uns dem Leben hingeben und vertrauen. Und glaubt mir, da passieren Sachen, da kommen Dinge, die viel schöner sind und viel größer als das, was wir erwarten. Ja, Punkt. Wenn du ja, gerne von mir persönliche Begleitung wünschst, gerne bin ich für dich da. Schau unter diesem Video, da gibt es einen Link mit weiteren Informationen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Kommentiere gerne, wie es bei dir läuft mit Manifestieren und Visualisieren. Weißt du, was es ist? Und wenn ja, hast du damit schon Erfolge ge gehabt oder gibt es da irgendwelche Probleme, wo du sagst, bitte dazu in Zukunft mehr Videos. Bis zum nächsten Mal.